Hallo zusammen, die Nachbarsbauern sind wieder unterwegs hier auf der Silver Run Forest. Ja, ich bin nach wie vor am Mulchen und der Andi hat schon wieder fleißig Holz beladen, habe ich gehört. Ja. Lässt du diesmal den Wagen stehen? Ich gebe mir mal Mühe. Ich habe ja nur mal was ausprobiert, ne? Also A mit 90 um die Kurve mit einem beladenen Holztrailer ist nicht so gut. Und B, wenn Autos von der Seite kommen, ist das auch nicht so gut. Ja, das stimmt wohl. Aber die Papierfabrik hat zumindest schon wieder Holz. Oh, das könnte jetzt lustig werden. Rums. You have to hoch Holz. Ja. Wo klemmt denn jetzt? Ah, das geht. Schon mal hervorragend. Wie ausgemessen. Oh. In welches Sägewerk müssen wir denn? Jetzt ist es eigentlich egal. Die sind beide ungefähr gleich. Beide ungefähr 20 Stunden Laufzeit. Oh, da kommt eine Kurve. Ah, das ist überhaupt kein Thema. Das ist ja voll in Griffkacki. Ich glaube, wir haben ein bisschen Überlänge. Ich kann doch weit genug raus scrollen, um das Ende des Holzes zu erkennen. Okay. Was war das denn? Keine Ahnung. Wieso fährt mein Heck irgendwie so seitwärts? Ja, wir sind noch bei der Drift Challenge hier, glaube ich. Fahr einfach. Ja. Wenn das so einfach wäre. Oh oh. Oh oh. Oh, oh. Ja. Perfekt. Ich habe so drauf gewartet. Ja, ich auch. Ich auch. Ja, gut. Dann, gut. Muss ich Kotztüten bereithalten? Das sieht lustig aus, aber warte mal, so hatten wir das doch vorhin auch gehabt. Und dann, warte mal. Hallo? Oder kriege ich den von hier so runtergezogen? Komm. Ja, guck mal. So, ups. Ah. Wir stehen wieder. Du musst mich loslassen. Ja, habe ich. So die letzte Spitze von der Schranke. Tja. War irgendwie klar, dass das passieren wird. Ja, aber alleine schon die Brücke war ja auch wieder so ein Moment, so denkst, warum? Ja. Aber es ist ja eigentlich, wir haben die Dingerfabrik erst vorhin gekauft, ne? Lass ich den da? Nee, ich glaube, den nehme ich gleich wieder mit, oder? Würde ich sagen, ja. Okay. Und wir können mal, ich guck mal, wie viel Spindeln wir hier brauchen bei der Achterbahn. Wie viel wir schon haben? 720 Liter. 500 Hammer. Ja, guck mal, dann zwei Stündchen noch, dann passt das. Hervorragend. So, Moggy des. Ich
So geht das nicht. Da muss ich das so machen. Da muss ich hier runterlaufen. So, dann bin ich wieder da. Hallo, Gacki. Hallo, hallo. Wie ist dein Fortschritt beim Mulchen? Ja, es geht. Demolition Andy am Start. Hä? Ja, Keso. Das war kein Demolition Andy, Keso. Jetzt lass mal die Kirche im Dorf. Das ist dein Name, ja? Den darfst du auch gerne behalten. Mich hat die Schranke vom Bahnübergang umgeworfen, ja? Also ich hab dir da nichts dazu gekonnt. Naja, hätte man vor der Schranke gewartet, wie man es in der Fahrschule lernt, wäre das nicht passiert. Ja, aber wir hatten es doch eilig. Wir haben doch keine Zeit. Stimmt. So, wie sieht's denn hier jetzt aus in der alten Fabrik? Wir mal. Jetzt ist er rausgegangen. Also ist er über zwei Tage drüber jetzt. 60.000 Liter mal gleich dann. Boah. Ne, und das Mulchen geht auch gut voran. Ja, der Johnny sieht gut, ne? Ich gehe mal wieder rüber. Ah, ich komme auch gleich. Jetzt fahren wir erstmal hier unten einmal längs. So. Die letzte Spitze noch. Jawohl. So. Soll ich mal wieder mit Anlauf versuchen? Wow, was war das denn? Wenn du mit Anlauf versuchst, dann, dann kommst du ja hier unten vorbei. Das will ich miterleben. Ich probiere es nochmal. Das funktioniert bestimmt jetzt. Bist du da? Ja. Das war schnell Einsteig. So. Okay, jetzt Anlauf nehmen. Ausholen. Es funktioniert diesmal. Also von unten kommt kein Auto, von unten. Oh, sehr gut, sehr gut. Oh, und oh, was zur Hölle war das? Wo bin ich denn hängen geblieben, hä? Ich denke mal, dass das irgendwie eine Kante vom Holzhacker irgendwie, vielleicht eine unsichtbare. Ich wäre voll durchgekommen. Das ist schon ein bisschen erbärmlich. Mir wird hier jeder Spaß genommen. Ich finde das nicht schön. Ja. So ist das. Ja, das ist traurig, aber wahr. Funktioniert das eigentlich, wenn ich jetzt hier so... Das ist voll der gute Plan. Na dann. Bleibt mal noch ein bisschen Holz. Holz. Was hast du gesagt? Im Juni sind unsere Bäume reif? Das kann ja gar nicht sein, oder? Wenn du noch 13 Meter fehlen. Ja, wie gesagt, wir waren bei 87% inzwischen. Ich meine, wir hatten irgendwas mal gesagt, dass das im Juni sein müsste. Mal gucken. Da glaube ich ja noch nicht dran. Das wäre ja schon nächsten Monat. Ja. Das wäre es wohl. Ich kann ja noch mal einen Blick riskieren.
Ach so, wir haben hier die Küstenkiefer, die ja deutlich schneller wächst, ne? Ja, haben wir. Silver Run Forest. So, Safe Game. Dann gucken wir da noch mal rein. Hallo? Immer noch 87%. Sind sie noch nicht weitergewachsen? Ist jetzt schon ein bisschen dreist von denen, dass die nicht weiter wachsen in der Zeit. Oh. Ja. Genau so machen wir das. Genau so. Ja, dann müssen wir irgendwann hier die Steine noch einsammeln, dass das auch wegkommt. Hallo? Siemens Lufthaken? Don't do this shit again. Wo hängt sie jetzt wieder? Hallo. So. Komm. Ist doch nur ein kleiner Berg hier. Ja, stimmt schon. Kleiner Anger. 3 Meter Höhenunterschied. Ja, wenn der weg ist, dann mache ich aber Arteikreuze. Das glaubst du aber. Ja. Wobei, bei der Wiese wäre es ja eigentlich eine gute Ladewagen. Das magst du dann auch. Ah, nee, wir machen den Berg weg. Ja, da kommt dann die große Planierraupe. Cool wäre, wenn man die halt jetzt mit dem Bagger oder so das wegschaufeln könnte. Das wäre richtig nice. Ja. Wollen wir das machen? Gott, wollen wir das wirklich machen? Ich habe ein bisschen Angst davor. Also es gibt ja diesen Terra Farm Mod. Ich weiß nicht, ob der hier funktioniert. Müsste ich mal probieren. Aber ich weiß nicht, wie viele 100 Jahre wir dann dabei wären hier. Ich kann mir das ja mal vielleicht bis zum nächsten Mal angucken. Ja, mach das mal. Dann können wir ja überlegen, ob wir das uns antun wollen, wenn es funktioniert. Oder nicht. Ja. Aber dann hätte der Radlader wenigstens richtig Sinn, weißt du? Und unser LKW. Ich Ah. meine, weißt du nicht, was wir dann mit der ganzen Erde machen? Wahrscheinlich verkaufen oder so? Ja. Hallo? Hammer? Mach mal zu. Also wie gesagt, ich weiß halt nicht, wie weit man da eben wirklich auch Berge mit wegbringt. Ich weiß, dass man mit dem Mod eben Steine und so aus dem Boden rausholen kann. Aber wie intensiv, weil ich habe mit dem noch nie gearbeitet. Werde ich mir mal angucken. Ist vielleicht ein bisschen lang, das Baumstämmler, hä, oder was? Kann ja gar nicht sein, oder? Haben wir hier einen Ist Baumstamm, doch. der zu lang ist? Das habe ich ja noch nie gehört.
Das ist tatsächlich eine Bahn, die ich noch nicht gemacht habe. Tschüss. Was? Das traust du dich auch noch öffentlich zu sagen? Bin entrüstet. Ja. Oh, komm. Gib Gas, ja. Junge. Zieh hoch. Hallo? Zieh hoch, habe ich gesagt. Boah, das ist schon eine ganze Ecke, die da jetzt weg ist. Hm, da passt noch was ein, oder? Hallo? Baumstämme, was macht ihr hier für Sachen hier? Könnt ihr mal da aufhören, hier Sachen zu machen? Müssen wir erstmal den da wegmachen. Hm. Wir schmeißen einfach noch mehr Baumstämme drauf, dann wird's schon passen. Das gleicht sich schon irgendwie aus. Oder so. Oder so. Ich bin ja neulich über ein Kimi Räikkönen-Meme gestolpert mal wieder. Mhm. Er wird gefragt, nennen Sie drei Kurven in Monza. Mhm. Kurve 1, 2 und 3? Genau. So, typische Räikkönen-Antwort. Aber wo er recht hat, hat er recht. Das stimmt, ja. Also mir würde da einfallen, oh Gott, ich konnte mal fast alle von denen. Ist doch gar nicht so lang her. Ein paar kriege ich auch zusammen. Ja? Oh, mir fällt gar keine einzige ein. Parabolika? Ja, das ist Parabolika, ist die letzte vor Start und Ziel. Genau. Dann gibt es. Lesmo 1 und 2. Lesmo 1 und 2. Oh Gott. Dann die schnelle Schikane ist die. Ist irgendwie eine ist, glaube ich, Ascari und Variante Alter. Variante Alter weiß Wobei ich die auch nicht. In Imola sein könnte. Ich glaube schon, ja. Die Ascari, das ist die Schikane vor. Nein? Vor der letzten Kurve. Das ist die Ascari-Schikane. Heißt die Ascari? Die heißt auf jeden Fall so ähnlich, aber ich weiß nicht. Nein. Nein. Was ich ja auch lernen musste beim Nürburgring 24-Stunden-Rennen. Dass es die Dunlop-Kehre gar nicht mehr gibt. Nicht? Das ist jetzt die Goodyear-Kehre. Aha. Weil wird mal wieder ein anderer Reifen. Okay. Ja, es ist, naja, wie man es halt nimmt. Hm. Ob du blöder Baumstamm geht's da, der Duff hier. Mensch, Nazi, fix. Jetzt will ich mal was kurz gucken.
Wenn wir schon das sind. Das ist bestimmt jetzt eine super Idee, das beim neuen Sägewerk so abzugeben wollen zu wollen. Aber, ja. Liebe Leute, ich habe so das Gefühl, ja. Ihr werdet das nicht... Achso, du bist ja dann. Mensch, Gacki, mach mal Schluss. Dran, aber wir lösen doch ganz schnell auf. Varianta del Retifilio ist die erste Schikane. Aha. Dann die Curva Grande. Ah, stimmt, ja, die Curva Grande, ja. Variante della Roggia. Das ist die zweite dann, Schikane. Vor den beiden Lesmos. Und Variante Ascari. Ah, okay. Passt also schon. So, gut. Bildungsauftrag beendet für heute. Liebe Leute, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, mal gucken, was wir dann für komische Sachen treiben. Also, bleibt dran, schaut rein. Bis dann. Tschüss. Ja, tschüss, liebe Leute, schön, dass ihr dabei wart und leider verpasst ihr jetzt hier, wie ich mit diesem dezent gut beladenen Anhänger jetzt gleich versuche, durchs Heulager durchzufahren. Das ist mit Sicherheit die beste Idee meines Lebens. Hallo? Aber die Brücke hat mich schon wieder lieb. Ja, und dann muss ich noch ins Sägewerk rein. Ja, Leute, ich sag's euch, ich werde Spaß haben. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Tschüssi!